Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine Cast-Challenge. Und ja, wir machen die Random Genetics Challenge. Aber ich habe mir heute einen Twist ausgedacht. Viele vergessen, dass man hier unten diesen Button hat. Dieses zufällig aus der Galerie wählen. Und ich fände es richtig witzig, wenn wir dann daraus unsere Random Genetics nehmen. Deswegen, ich drücke dann dreimal für beide Elternteile. Und dann schauen wir einfach mal, was daraus wird. Okay, das ist die 1. Mal schauen, was daraus passiert. Warum geht das nicht? Bin ich nicht verbunden? Doch. Ah, dann kriegt man hier auch angezeigt, von wem das dann letztendlich ist. Nummer 1. Okay, dann haben wir Nummer 2. Und Nummer 3. Ist eine schöne Frau. Guck mal, von Simguru Jill. Das sollte dann ja offiziell sein, oder? Finde ich irgendwie ein bisschen witzig. So, und dann können wir hier auch direkt nochmal ein Sim aus der Oh. Achso, okay. Man muss erstmal einen normalen Sim hinzufügen. Okay, okay. Dann machen wir hier die Nummer 1. Und die Nummer 2. Und die Nummer 3. Ist auch eine Frau, aber das sollte ja kein Problem sein, oder? Also ich versuche jetzt mal nicht diesen Namen auszusprechen, aber herzlichen Dank. Das müsste ja wohl trotzdem funktionieren, oder? Und da jetzt hier schon gerandomized wurde, dass es ein Junge ist, bleiben wir auch einfach mal dabei, weil wir machen immer Mädchen. Wir wollen heute mal ein bisschen embracen. Aber ich drücke auch hier dreimal. 1, 2, 3. Okay, let's see what we got. Aber ich ziehe dich erstmal nackig aus, weil ich muss erstmal sehen, wie du bist. Du bist auf jeden Fall ganz schön ripped, wild. Ich finde deine Wimpern ein bisschen wild, deswegen würde ich die, glaube ich, einmal entfernen. Aber an sich ist es ein hübscher Mann. Aber ich würde die Augenbrauen auch ändern, weil das ist ja eine Sache, die kann man machen. Ich werde halt nur die Form nicht ändern. Wie wäre es denn mit sowas? Und er darf natürlich ein paar Wimpern haben. Aber ich finde halt so extrem ein bisschen wild. Wie wäre es denn mit sowas? Wie heißt denn Mr. Santos eigentlich? Josef? Ich glaube nicht. Benjamin? Ich glaube nicht. Dennis. Dennis. Ich finde ehrlich gesagt die Haare auch schon richtig süß. Wir können auch was anderes nehmen, was so ein bisschen curly hair ist. Aber ich glaube, ich habe jetzt nicht so viel. Ich glaube, die vom Anfang finde ich doch am besten. Er sieht so süß aus. I love it. Wie schaut es mit dem Bart aus? Ist das so eine Sache? Hier so ein bisschen Bart finde ich eigentlich süß. Warum eigentlich nicht? Er ist ja ein Teenager. Komm, wir embracen heute. Was bist du für ein Charakter? Du bist ein Überflieger und du bist... Nee. Wartungsintensiv ist das. Und Bro. Und hast du hier irgendwelche Vorlieben und Abneigungen? Also auf jeden Fall kein Orange. Er mag DJ-Pultmusik. Unambitionierte Sims. Fäkalhumor. Er mag adrette Kleidung nicht. Er mag forschen und debattieren. Also ein kleiner Streber. Und er mag Farmhaus-Deko. Okay, was haltet ihr von der Brille? Alternativ finde ich die auch ganz cool. Ja, warum nicht? Aber ich habe keine Ahnung, was ich ihm für Kleidung geben soll. Aber ich schätze eher so casual. Sowas, oder? Ich finde, das steht ihm irgendwie richtig gut. Ich kann nicht genau beschreiben, was es ist, aber ich liebe es irgendwie. Ich glaube, der wird einfach eine Jeans tragen. Sehen jetzt nicht so, dass er dann so was Besonderes irgendwie daraus macht. Wie wäre es mit solchen Schuhen? Einfach perfekt. Sehr Teenager-lastig, ja, ja. Können ihm auch hier solche Stiefel geben, klar. Bisschen aus der Reihe tanzen. Muss auch mal sein. Was, wenn er einfach so Classic Adidas trägt? Ist schon nice. Schade, Ringe klatschen leider, weil ich hätte es richtig cool gefunden, wenn er so mehrere Ringe getragen hätte. Aber die klatschen. Aber vielleicht kann ich ihm ja ein paar Armbänder geben. So eine Uhr oder so. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Ich habe eben auch schon überlegt, ob ich ihm vielleicht so Ohrringe oder sowas geben will. Weil ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, das könnte ihm halt richtig gut stehen. Aber wenn, dann eher so Stecker und nichts Hängendes. Ey, die sind auch richtig geil. Aber also das würde ich jetzt nicht ihm geben, aber ich finde es an sich richtig geil. Wie wäre es mit einer Wolke? Oder ein Headset. Klar. Irgendwie sind die alle kacke. Weiß ich nicht. Also unpassend. Okay, das hier habe ich jetzt noch gefunden, wenn ich halt eben den Männlich-Filter ausgemacht habe. Das ist noch am ehesten, was ich mir da vorstellen könnte. Vielleicht nehmen wir das auch einfach. Ich finde es irgendwie geil. Habe ich ihm den Bart wieder weggenommen? Wollte ich nicht. Aber es sieht trotzdem alles geil aus. Ich kann ihm auch so ein bisschen so... bisschen Gesichtsfarbe geben. Also, weil der Unterschied ist schon süß. Auch wenn ich den vielleicht so ein bisschen blasser mache. I like it. Nö, ich glaube, ich finde ihn richtig süß. Er ist sehr, sehr cool. Und auch mal wieder was, was ich halt nicht so machen würde normalerweise. Deswegen, wir lieben es mal ein bisschen außerhalb der Komfortzone zu sein. Was könnte denn so sein Ziel sein? Vielleicht ist er einfach zielorientiert. Ich hoffe sehr,
dass ihr ihn auch mögt. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung gerne in die Kommentare. Es war wieder ein Video, was vielleicht ein bisschen aus der Reihe tanzt, aber ich hatte mal wieder Bock auf eine Cast-Challenge. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich mal machen könnte, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!